Hallo, liebe Eltern und hallo ihr da draußen. So, wir haben uns diesmal wieder aufgemacht, um euch ein neues, tolles Thema nahezubringen. Und zwar geht es diesmal um den Unterschied zwischen Ballerinen und Spangenschuhe. Ein ganz wichtiges Thema, gerade jetzt zur neuen Jahreszeit oder da, wo es etwas wärmer wird, ist es ja sozusagen der Allrounder bei den Mädels. Wen es interessiert, bleibt gerne dran. Wir würden uns freuen und wir sehen uns dann. Auf gleich. So, hallo, wie im Vorfeld schon angekündigt, es geht diesmal um dieses wunderbare und breite Spektrum der Ballerinas und Spangenschuhe. Wobei ich natürlich als Fachfrau, muss ich natürlich gleich mit sagen, dem Spangenschuh eindeutig den Vorrang gegenüber dem Ballerina geben würde und das kann ich natürlich auch erklären. Kinderfüße befinden sich natürlich noch in der Entwicklung. Und sie haben das leidige Problem, sie wachsen. Sie wachsen recht unregelmäßig über einen gewissen Zeitraum hinein. Und man kann ja immer davon ausgehen, sage ich mal, 1,5 bis 2 mm wächst ein Fuß im Monat. So, und wenn man natürlich jetzt als Elternteil unterwegs ist und gerade jetzt für die neue Jahreszeit, für die schöne kommenden Tage, ein passendes Beiwerk für die Kollektion zu Hause sucht, fällt natürlich meistens die Wahl auf einen Ballerina oder Spangenschuh. Der Ballerina ist so die klassische Form, wie man ihn kennt, so wie ich es Ihnen hier euch auch zeige. Also ein ganz weit ausgeschnittener Schuh, der also praktisch nur die Seitenteile, die Ferse und sozusagen höchstenfalls ein Drittel vorne der Fußspitze bedeckt. Problem ist natürlich beim Ballerina, der muss sitzen. Denn ist er mir zu weit, rutsche ich drin rum und habe natürlich auch im Fersenbereich keinen Halt. Das heißt, ich verliere den Schuh. Deswegen kaufen auch 90% aller Frauen Ballerinas prinzipiell zu klein. Und das will ich natürlich hier im Geschäft nicht. Ich möchte passende Schuhe. Ich möchte auch Schuhe, die ein Kind über einen gewissen Zeitraum gut und gerne tragen kann. Und vor allen Dingen auch tragen kann, ohne sich Schäden an den Füßen bilden würden. So, und das erreicht man natürlich am besten, indem ich einen zusätzlichen Halt einbaue für den Fuß. Und das ist nichts alles als diese Spange, die über den Spann drüber hinweg geht. Sie fixiert den Fuß, verhindert sozusagen dieses Hin- und Hergerutsche und sorgt zudem für einen ordentlichen Sitz, egal ob ich stehe, ob ich laufe oder ob ich springe, hopse, wie auch immer, Tänzchen mache, ja, kein Thema. So, wichtig ist natürlich aber auch generell bei aller Art von Spangenschuhen und ihr seht es schon, neben dieser ungeheuren Breite der Modelle, die es da gibt, von den Farben, von den Ausführungen, wie auch immer, auch hier muss es wieder passen. Ja? Ich sage also immer bitte, schaut euch die Schuhe nicht nur so schick von oben her an, sondern guckt sie euch auch an, wie sind sie von der Weite her, von der Spannhöhe her gearbeitet. Ja, also hier sieht man das besonders schön. Wir haben ja einen sehr schönen Unterschied gerade zwischen dem Philly und dem Anna und Paul. Sind beides für relativ gleiche Füße, aber mit unterschiedlicher Spannhöhe gearbeitet. Der eine ein bisschen weiter, der andere ein bisschen höher gearbeitet. Und man wird auch wieder sehen, ich sage jetzt mal ganz einfach, wenn man jetzt 5 oder 6 Paar verschiedene Ballerinas oder Spangenschuhe probiert, es gibt dann doch immer meistens bloß 1, 2, die wirklich tadellos sitzen. Und bei allen anderen müsste man dann sozusagen sagen, es ist Platz 2, 3 oder 4 oder ist ein No-Go, je nachdem. Dadurch, dass ich jetzt hier einen Schuh vor mir habe, den ich wie sonstige andere Schuhe nicht vorne in der Weite her verstellen kann, bietet es sich an, und nicht jeder weiß das, dass man dann natürlich beim Spangenschuh mit einer Einlegesohle oder wie das zum Beispiel unser Lieferant Wado hier macht, mit einer Zwischensohle arbeitet. Das ist also ein ganz dünnes Söhlchen, ich sage mal gerade vielleicht 1 mm stark oder knapp 1 mm stark, was aber extrem sozusagen die Weite mit beeinflusst. Die Länge bleibt immer die gleiche. Ich mache mit einer Sohle, mache ich lediglich den Schuh enger oder weiter, wenn ich es rein oder rausnehme. Der Irrtum ist, wenn ich eine Sohle in einen Schuh hineinlege und der Schuh wird zu klein, dass, wenn man dann die Sohle wieder herausnimmt, der Schuh automatisch länger passt. Ist so nicht richtig, weil ich kann den Schuh in seinen physischen
Begebenheiten oder Endungen kann ich nicht verändern. Also wenn der so schon zu klein ist, dann wird er auch nicht besser passen, wenn ich eine Sohle rausnehme. Ganz einfach, weil das Kind vorne und hinten schon anschlägt. Wenn ich eine Sohle rausnehme, schaffe ich etwas mehr Volumen. Das Kind fühlt sich vielleicht für den Anfang auch etwas wohler. Aber im Endeffekt wird die Zehe genauso gestaucht, als wenn ich die Sohle drinnen lassen würde. Ja? Ich möchte auch hier nochmal, weil ich ja immer mit drauf eingehe, auf die unterschiedlichen Spannhöhen, möchte ich mal auch auf die Modelle mit eingehen, die zum Beispiel diesen wunderbaren Effekt eines Gummizuges mit anbieten. Ja, da hat der Wado zum Beispiel sehr schöne Modelle. Da hat auch hier der Lurchi hat sehr, sehr schöne Modelle, die sich also individuell, ich sage immer lieber an den höheren Spann besser anpassen als an den niedrigen. Sitzen dann einfach toll und hinterlassen dann mitunter nicht solche Eindrücke am Fuß wie Modelle, die eben halt so wie hier einfach nur umnäht sind. Der Spezialist für die ganz schlanken Füße, wissen wir wie eh und je, ist wie gesagt unser Däumling-Anbieter. Wunderbare, schicke Modelle für das kleine, schnuckliche Mädchen, klassisch blau oder mal auch ein bisschen in Konfettifarben. Wunderbar toll, wer eigentlich immer mehr so ein bisschen das Elegantere sucht. Aber auch hier gibt es dann wieder Modelle, die dann auch so den sportlichen Charakter unterstreichen, wie zum Beispiel mal der von Buntgard. Robuste Stoßkappe. Klassisches Design haben wir hier bei Buntgard und bei Anna und Paul hier mal in einer etwas leichteren Ausführung. So fast, also nicht fast, es ist ein Barfußschuh, nur sie werben halt es nicht oder bewerben es nicht explizit. Ja, immer daran zu erkennen, dass man hier also diese Sohle auch wirklich in allen Weiten und sag mal, Ausführungen verdrehen kann, dass man Sohlen biegen kann in der Länge und in der Quere logischerweise. Ja, und dass man auch hier gar keine feste Fersenkappe hat. Also, das breite Thema der Spangenschuhe. Immer wieder neu wird es interpretiert. Sie werden uns auch, ich sage es mal, die nächsten Monate auf jeden Fall erhalten bleiben. Weil das ist so der universelle Schuh, wo ich sage, den zieht man vom Frühjahr bis zum Spätherbst, bis ich praktisch in den geschlossenen Schuh wechsle, ziehe ich solche Modelle an und sind natürlich die optimalen Begleiter zu Leggings, zu Jeans, zu Röcken, zu Kleidern. Ich sage mal eigentlich, es gibt kein Outfit, wo diese nicht hinterzu passen würden. Ja, also da gibt es viel. Lasst euch gut beraten, lasst euch überraschen und habt einfach mit den neuen Schuhen dann viel, viel Spaß. So, bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Dann wäre das Thema, warum Jugendschuhe nicht in Erwachsenenschuhe passen. Auch dazu gibt es dann nochmal kleine Ausführungen. Ja, und wer generell nichts verpassen will, der sollte dann nochmal unseren Kanal abonnieren. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.